Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus meinem kleinen Studio. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich habe euch ja, besser gesagt, bevor wir jetzt anfangen, ich habe das Intro gerade zum 50. Mal aufgenommen. Ich habe 50 Mal, jo Leute, was geht ab, gesagt und mein Nachbar bekommt ungefähr jedes Wort immer mit, egal ob ich streame oder hier so einen kleinen Vlog drehe. Für euch, ihr kriegt es jedes Mal mit. Ich will jetzt nicht wissen, was er gerade denkt, wenn ich 50 Mal das Gleiche sage. Also Nachbar, Grüße gehen raus. Ich habe euch in einem meiner letzten Videos mein aktuelles Livestream-DJ-Setup, besser gesagt generell mein DJ-Setup gezeigt, was dazugekommen ist, was ich ausgetauscht habe, wie es generell aktuell aussieht mit der Laserbar, mit der LED-Leiste am Boden, mit den Absorbern, was unnormal viel ausmacht. Und bevor wir heute zum Hauptthema kommen, und zwar, ich will euch mein aktuelles Producer-Setup zeigen. Besser gesagt, mein halbes Producer-Setup zeigen. Denn ich habe es euch ja schon mal gesagt, ich habe hier, oder ihr habt das in dem Video schon gesehen, ich habe hier Absorber von der Firma Thomann. Also da habe ich ja meine ganzen Absorber immer bestellt. Und das größte Problem, was ich jetzt habe, man kann es hier schon sehen, ich wollte eigentlich die ganze, Digga, wo filme ich eigentlich hin? Ich wollte eigentlich die ganze Decke mit Absorber voll machen. Das größte Problem ist jetzt nur, diese Form, diese Absorber, was ihr hier oben seht, gibt es so nicht mehr, weil Thomann neues Material benutzt. Das heißt, die Absorber sehen anders aus, sind anders geformt und haben eine andere Farbe. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier die neuen hinklebe, sieht es komplett beschissen aus. Deswegen muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Entweder ich reiße die jetzigen alle ab und kaufe mir 5 oder 10 Packungen von den neuen. Das kostet mich halt unnormal viel Geld wieder. Ob das Sinn macht oder nicht, weil viele jetzt wahrscheinlich schreiben werden, hey, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn du hier alles vollklebst. Um das perfekt zu machen, müsste ich einen, ich weiß jetzt nicht, wie der Ausdruck richtig heißt, aber es gibt Leute, die sind dafür spezialisiert, die Raumakustik von einem Raum zu ermitteln. Und ich habe von einem Kollegen gehört, dass er mal einen beauftragt hat, in seinem Zimmer die Akustik mal abzumessen oder abzuhören. Und da hat eiskalt zu ihm gesagt, ja, du müsstest die und die Wand rausreißen, weil die Wand dafür nicht geeignet ist. Also komplett geisteskrank, und das brauche ich hier nicht anfangen. Und ich schweife aber schon wieder vom Thema ab. Was ich aber noch ganz kurz sagen will, bevor wir zum Hauptthema kommen. Und zwar, ich bin wieder top vorbereitet. Ich muss kurz Handytaschenlampe anmachen. Ich benutze ja immer noch dieses Funkmikrofon, wo ich mega, mega zufrieden bin. Viele von euch haben schon bestellt. Mir ist nur ein sehr, 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 sehr großer Fehler passiert. Und den will ich jetzt euch kurz zeigen, dass ihr den vermeiden könnt. Tinder tun wir mal hier weg. Das ist ja der Sender von diesem Funkmikrofon. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt echt gut drauf kriege. Ich hoffe schon. Ja, hier sieht man es ein bisschen. Man hat hier auf der oberen linken Seite einen Micro-USB-Eingang. Und bitte, Freunde, schließt ein Micro-USB-Kabel an. Besser gesagt, versorgt diesen Sender mit Strom, weil sonst habt ihr den gleichen Fail wie ich im Stream. Ist natürlich richtig blöd gelaufen. Das Mikrofon konnte ich nicht mehr nutzen. Ich musste dann schnell unterm Auflegen das alte Mikrofon irgendwo rauskramen, wieder anschließen. Deswegen denkt bitte dran, schließt es, wenn ihr dieses Mikrofon habt oder generell ein Funkmikrofon. Es muss mit Strom versorgt werden. Ich hätte einfach nur die Anleitung vielleicht lesen sollen. Und jetzt genug geredet, Freunde. Ich zeige euch jetzt mein aktuelles Producer Setup, wie gesagt, halb fertig. Ich wollte einfach nochmal Danke an euch sagen für die ganze Unterstützung. Vieles, was ihr jetzt gleich sehen werdet, habe ich mit eurer Unterstützung mir kaufen können. Das ist alles nicht selbstverständlich, deswegen vielen, vielen Dank. Es ist einfach ein unfassbar geiles Gefühl. Die ganzen Leute, die auf Twitch vorbeischauen, jedes Mal dabei sind, die ganzen Subs und. Also vielen, vielen Dank, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, ab zum Hauptteil von diesem Video. Ich zeige euch mein aktuelles Producer-Setup. Let's go! Fangen wir auf dieser Seite an. Meine Tür. Die kennt ihr mittlerweile. Und jetzt, Freunde, seid ihr ready? 3, 2, 1. Batz! Junge, ich bin so glücklich. Freunde, mein aktuelles Producer-Streaming-Setup. Ey, ich bin mega, mega happy. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hast du da, was benutzt du hier, was machst du da? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einzeln alles durch. Falls ihr noch Fragen haben solltet, was ich in dem Video vergessen sollte, euch zu sagen oder zu erzählen, ab in die Kommentare, dafür gibt es diese Funktion. Schreibt was Nettes rein und ich würde sagen, wir fangen auf der rechten Seite an.
arbeiten uns hier rüber und ich bin einfach happy, sowas besitzen zu können und so eine geile Community wie euch zu haben. Ich habe euch ja gezeigt, meine KRK-Boxen, die habe ich sehr, sehr lange benutzt für Musikproduktion, Musik hören, zum Zocken und so weiter. Also hauptsächlich zum Musik produzieren. Jetzt habe ich mir aktuell, ist schon ein paar Monate her, die mir auf Insta folgen, haben es wahrscheinlich oder haben es schon mitbekommen, Yamaha HS8 in der Farbe Schwarz. Ultra, ultra sickes Design. Wunderschön, schlicht, schwarz-weiß. Ich finde das so geil. Allein hier, wenn die Box an ist, leuchtet das Logo. Ich finde es mega, mega geil. Ich wollte mir erst die HS5 holen. Und warum ich genau die genommen habe, erstens Rezessionen. Viele haben geschrieben, ultra klarer Klang, wunderschönes Design, was auch sehr, sehr viel ausmacht, finde ich, in einem Studio. Und die Höhen und die Tiefen einfach perfekt abgestimmt. Der Nachteil zu KRK-Boxen ist einfach, dass die KRK-Boxen ein bisschen zu basslastig sind. Das habe ich jetzt hier nicht mehr, obwohl man auf der Rückseite, kann ich euch mal kurz zeigen, man sieht es natürlich wieder nicht, doch einigermaßen. Man hat hier noch ein paar Einstellungen. Ich bin wirklich kein Fan von Markensachen oder so, also ich brauche das nicht unbedingt. Aber ich muss sagen, diese Lichter und bei Streaming und generell bei Videos ist das Licht A und O. Also die Beleuchtung ist einfach das A und O in einem Video. Und in den Streams ohne Beleuchtung geht eigentlich gar nichts, egal wie gut die Kamera ist. Ich habe lange die Softboxen benutzt, die ich immer noch benutze, aber zum Streamen nehme ich die Elgato Keylight, Keylight Air, also die kleinere Version. Absolut geisteskrank geil, sind echt nicht günstig. Ich habe sie im Warehouse-Stil schießen können und die geilste Funktion ist einfach, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich auch einen Zweit- oder Dritthersteller, die es für weniger Geld anbieten. Ich habe mit einem Tastendruck über Handy, das kann ich auch am PC machen, Licht aus, Licht an. Tinder tun wir mal hier weg. Finde ich einfach geil, ich kann die einzelnen Helligkeitsstufen noch einstellen im Stream, was halt ultra sick ist. Bei diesen Softboxen geht es nicht, weil ich habe einen konstanten Lichtpegel und kann es leider nicht regulieren. Also mega geile Investition. Bildschirm Nummer 3. Das ist mein Samsung-Bildschirm, den habe ich schon, ich glaube, seit zig Jahren. Begleitet mich immer noch. Ich habe hier auch schon mal ein FL Studio Projekt offen, damit ihr sehen könnt, wie ich das Ganze nutze. Ich habe hier, habe ich nicht eingesehen, so einen Hocker mir zu kaufen. Deswegen habe ich hier einfach eine DVD von früher. Junge, wer kommt aus der Zeit von DVDs? Ab in den Chat, würde mich mal interessieren. Ich habe das einfach als Unterlage genommen, dass der Bildschirm ungefähr die gleiche Höhe hat wie dieser hier. Vorgestern angekommen, meine neue Nintendo Switch in der Monster Hunter Edition. Freut euch, also habe ich mir gekauft für Streams, freut euch auf die Streams. Mario Kart ist am Start, deswegen schaut gerne auf Twitch vorbei. Wird die Woche auf jeden Fall mal gezockt mit euch zusammen, wird mega, mega geil. Mein Keyboard brauche ich euch nicht zeigen, das kennt ihr ja mittlerweile. Unnötigste Investition, aber trotzdem geil, ist meine Lametric. Kennt ihr wahrscheinlich durch viele YouTuber und Twitcher und was weiß ich. Weiter geht's mit Bildschirm Nummer 1, Hauptmonitor. Auch recht neu von der Marke AOC oder AOC. 32 Zoll. Ich wollte mir erst einen größeren holen, aber dann hätte ich wieder das Problem mit Livestreams, weil man braucht ja oder man hat ja 16:9. Bildschirme über 32 Zoll haben ja wieder ein anderes Format. Das heißt, hätte ich mir einen 34 Zoll geholt, was ich eigentlich geplant hätte, habe ich ein 21:9 Bildformat und hätte dann wieder Probleme mit meinem Streaming-Programm. Deswegen 32 Zoll curved, 2K. Digga, geht erstmal aus. Absolut geisteskrank. Ich nutze ihn trotzdem meistens nur in Full HD. Ich hatte da vorne einen Samsung, den habe ich jetzt verkauft. Hier oben hängt mein LG. So sieht es halt in FL Studio aus. Deswegen drei Bildschirme. Hier oben der Mixer, kann ich alles einstellen, Effekte und so weiter. Hier unten einfach die einzelnen Pattern, meine Sample Packs hier an der Seite und hier einfach das Keyboard, wo man dann die Melodien einspielen kann. Ansonsten hier hinten befindet sich noch eine kleine Alexa, meine Eventone Mix Cube, kennt ihr ja schon, habe ich euch schon gezeigt. Kamerastativ. Habe ich auch ein Video gedreht von meinem Focusrite Scarlett 8i18, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 18i8, genau, 18i8. Schon ein bisschen peinlich, dass ich das jetzt nicht weiß. Der Vorteil an diesem Audio-Interface, also man kann natürlich auch andere nehmen, aber ich nutze seit Jahren schon Focusrite.
Ich habe hier die zwei Eingänge für den DJ-Stream. Junge, was ist mit meinem Fokus los? Genau, also die zwei Eingänge für den DJ-Controller und diesen Eingang für mein Mikrofon. Das heißt, ich kann immer switchen und muss nicht immer, wie bei meinem alten Focusrite, immer umstecken. Freunde, ihr merkt schon, hier ist einiges an Geld geflossen. Es ist, wie gesagt, alles nicht selbstverständlich, aber ich arbeite hart dafür und wie gesagt, auch vieles durch eure Unterstützung. Das Video wird jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen lang gehen, aber das ist mir sowas von egal. Ich will es und muss es nochmal sagen, vielen, vielen Dank auch an so viele Leute, an Kevin nochmal. Es ist mir wichtig, dass ich die Leute auch persönlich anspreche. Ich kann euch mal kurz was zeigen, also ich hoffe, ich darf es zeigen. Ich habe ja vor ungefähr, ja nicht mal einem Jahr mit Twitch angefangen, das ist eine komplett neue Plattform für mich. Und man lernt ja so viele neue Leute kennen und ich habe hier schönstes Bild von uns. Und zwar habe ich hier zwei wundervolle Menschen kennengelernt. Grüße gehen auf jeden Fall raus, Kevin und Annabelle. Ja, durch einen Twitch-Sub oder Follow wurde eine dicke Freundschaft. Hätte ich niemals gedacht, absolut geisteskrank, wir sind im super Kontakt. Wollte ich nur mal kurz erwähnen, also vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Weil ich euch gerade mein Focusrite gezeigt habe, also mein Audio-Interface, habe ich mir einen passiven Controller noch geholt. Jetzt denkt ihr euch, okay, WTF, was bringt der? Kabelmanagement, Freunde, kennt ihr mich mittlerweile, ist, also das ist für mich schon gut, muss ich sagen. Ich wollte mir erst ein paar Löcher reinbohren, aber habe ich jetzt doch gelassen. Ich muss mich ja wohlfühlen und das passt ja so, sieht ja eigentlich keiner in den Streams, nur in den Vlogs. Also ich habe mir hier einen passiven Monitor-Controller geholt. Und zwar mit dem Grund, ich kann einzelne Boxen steuern, das heißt Box 1, Yamaha Boxen sind an, Box Nummer 2 ist auch hier beschriftet, Eventone Mix Cube ist aktiviert, kann sie beide muten, kann sie beide aktivieren, kann hier mit diesem Regler dieses Volumen einstellen von den jeweiligen Boxen. Ich habe hier vorne nochmal Kopfhörereingänge, die ich regeln kann. Ich habe am Focusrite nochmal zwei Eingänge, das heißt, ich habe drei Eingänge für Kopfhörer, die wo ich separat regeln kann. Und. Falls ihr ausführliches Video sehen wollt oder wissen wollt, wie das funktioniert, mit den Anschlüssen, mit dem Focusrite oder mit einem Audio-Interface, ab in die Kommentare. Mikrofon sieht aktuell so aus. Kennt ihr aber mittlerweile schon, Rode NT1A, sehr, sehr zufrieden. Das Blöde ist halt nur in den Streams, dass es direkt vor meiner Tastatur liegt, die auch aktuell kaputt ist, wo ich mir auch eine neue kaufen muss. Aber ihr hört halt jetzt jeden Tastenschlag, aber ich finde es halt so geil, weil wenn hier die Kamera drauf steht, seht ihr halt nicht das Mikrofon. So, und ich bin jetzt komplett außer Atem. Jetzt habt ihr mein aktuelles Producer-Setup gesehen. Es hat sich echt enorm viel getan. Neue Lichter, neuer PC, neue CPU. Das brauche ich euch aber jetzt nicht zeigen, weil ich glaube, das ist uninteressant, sondern lieber das, was auf dem Tisch steht. Es ist einfach unfassbar, was ich mir in den Monaten, Jahren hier aufbauen konnte. Ja, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank nochmal. Ich melde mich auch schon wieder ab, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, bitte ab in die Kommentare oder schreibt mir Privatnachricht auf Instagram. Und in diesem Sinne hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich melde mich jetzt ab, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Stream. Schaut gern vorbei auf Twitch und ich melde mich jetzt ab, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace.